bist so hässlich. Es geht nicht. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier heute zu einer neuen Nicht-Lachen-Challenge auf meinem Kanal. Zusammen mit mir und... Sandy, hallo! Au, Junge! Au, aua! Wenn du mich siehst, sag Marshall, einfach der fette Diabetes-Durstlöscher-König. Okay, so, dann möchte ich mal den Fingerabdruck von dir. Mach mal den rechten Zeigefinger, das fällt mir nicht. Ey. Das ist geil, das ist wieder geil. War dieser Typ von Willi will's wissen schon immer so ein Wer ist das nochmal? Willi will's wissen. Ja, genau, der Wann hat früher nur SpongeBob geguckt, deswegen weiß ich nicht, wer das ist. Macht ihr das auch mit eurer Mütter? Ich hab meine Mutter immer rumgeleckt. Was? Ja gut. Ich bin zwar kein Pokémon-Trainer, aber die fragt trotzdem, was macht dieser Dick da? Das check ich nicht. Das check ich nicht. Der war stark. Das war so ein richtiger Luca-Wortwitz, Alter. Ja. Alles gut bei dir? Hä? Mir geht's gut. Hallo Marianne, ich bin der Willi. Freut mich, dich kennenzulernen. Jedenfalls. Toll, du bist eine tolle Braut. Sehr schickes Kleid, dreh dich mal. Ey, was ist mit diesem Willi los? Ich glaube, damals war es irgendwie gar nicht so bewusst. Ja, das ist bei voll vielen Serien so, dass einem so diese ganzen zweideutigen, komischen Sachen erst auffallen, wenn man irgendwie ein bisschen älter ist. Weißt du, ist was ich mein? So. Weil jetzt, als du mal klein war, war es immer so, ja, der ist übelst nett, übelst freundlich. Ja, aber eigentlich bist du ja übelst am Flirten, Alter. Ich bin ja jetzt schon Millionär. Jetzt bist du Millionär. Ja. Wieder Willi. Willi. Ich schwöre, was ist mit Willi los, Mann? Ey, der ist ein laufender Meme, Alter. Ein laufender Meme. Ein laufendes Meme? Ein laufendes Meme. Bubble. Gestern warst du bei mir, heute bin ich allein hier. Ja. Das bist du. Oh nein, die fliegt doch gerade safe auf die Kamera zu. Nein. Nee, doch nicht. Hey, die ist einfach bei ihm zu Hause, ne? Die chillt da einfach. Hey, die fliegt doch safe auf die Kamera zu, ich oder gar nicht? Ich hab keinen Bock drauf, okay. Wenn es noch einmal passiert, dann komme ich nie wieder. Willst du losfahren? Ja, fahren halt. Also. Sandra, was ist mit dir eigentlich mit Jim? Ja, das ist so eine Sache. Sandra hat sich jetzt im Gym angemeldet, meine lieben Freunde. Habe ich ja schon in meiner Instagram-Story gepostet, die Tage. Die Karriere beginnt. Just Fit Premium Tageskarte. Ja, das anstatt ist... Anstatt einfach einen Vertrag abzuschließen. Also, ich werde jetzt Pumper. Ich werde Sophia Thiel. Warst du schon mal da? Nein. Deine Füße stinken schon ein bisschen. Aber nicht mehr so krank. Nicht mehr so krass. Krank. Aber jetzt, wo sie hier ziemlich nah sind, ist schon... Ich kann auch noch näher. Nee, du gehst... Sandra! Sandra! Geh weg! Oh. Was hat die dir für ein Spray gegeben? Ein Anti... Ja, es bleibt geheim. Ich sag's dir nicht. Ich brauche es auch nicht. Ist mir scheißegal, ob du es mir sagst oder nicht. Die Leute, die es wissen wollen, schreibt mir privat. Wieso machst du nicht mehr den Tisch hier sauber? Der ist nicht dreckig. Die ja, ich immer sehe den Tisch hier diese ganzen Staubdinger. Das ist kein Staub, das sind Macken. Ich hasse dieses Zimmer einfach. Wo ist der Staub? Guck mal. Ja, ist so. Voll mit Kopfhörern im Klassenraum einfach und mit Mikro. Wenn ich am Kartentisch sitze, ist das kein Glücksspiel. Mit einem Kartenspiel. So bist du, so bist du. Ich höre, genau so bist du. Auf keinen. Doch, doch. Ich habe immer Pech bei Spielen. Nein, aber nein, du bist so. Du bist so 100% so. Hör auf, diesen Tisch sauber zu machen. Er ist sauber. Aber jetzt steht er hier. In seiner gewissen Mächtigkeit. Wir haben ordentlich dran gearbeitet. Dickes Ding. Dickes Ding. Ey, was? Die Sache ist, die Leute, die diese Memes machen, die müssen ja so viel Material sich ja, mal übelst. Anschauen oder zugesendet bekommen. Das ist ja unfassbar. True. einfach Wahrheit. Bitte Abstand halten. Ah, halt. Das ist nicht sein Ernst, oder? Das ist unglaublich, Alter. Mario, Alter, ich sag dir ehrlich, was du machst. Hast du schon mal gespielt? Nein, was ist das? Merkt ihr das nicht? Mero. Ich frage euch, merkt ihr das nicht? Enno. Deutschrap ist Enno? Fresh. Ist so, Alter. Christian Streich immer bester Mann beim Jubeln. Ey, guck mal, es geht mal weiter.
ein halbes Team. Sandra heute auch wieder standesgemäß im Dick und Doof T-Shirt unterwegs. Spotify.com/dick und doof. Ja, was? Ein Hamburger kostet. Nein. Alexander, auch 1,29? Haben die schon wieder die Preise erhöht? Das ist nicht euer Ernst. Müsstest du eigentlich sagen können, du sitzt ja direkt an der Quelle. Das check ich jetzt nicht. Wie teuer war es denn früher? War das nicht 1 Euro? 1 Euro! Cheeseburger früher auch 1 Euro! Jetzt 1,40 mittlerweile! Ne! Haben die irgendwas anders gemacht am Burger? Nö, die verlangen 40 Cent für den Cheese-Streifen da. Der 10 cm lang ist. Ich schmeiß mein ganzes Geld in den Müll. Oh nee, Mama, nein! Ich hab keinen Bock, jetzt nach Hause zu kommen. Es ist 18 Uhr, Mann, nein! Ich seh's nicht ein, du dumme Kuh, nein! Oh Mann! Und ich bin doch der Älteste, Mann! Wissen Sie, was der Unterschied zwischen mir und ihm ist? Nutzer in Red Bull als Mikro. Wissen Sie, was der Unterschied zwischen mir und ihm ist? Nee. Ich bin Fame und du nicht. Das hat er nicht gemacht, das hat er nicht gemacht. Vor allem wir haben auch den hier. Das ist wie im Kindergarten. Was soll das? Das ist doch eigentlich Thoreau, oder? Nee, Thoreau ist doch der hier, oder nicht? Der, wenn du... Ja, aber... Ja, weil was ist der hier? So von wegen... Ich jetzt, oder was? Ich glaub schon. Hä? Zwei Arten von Chipsessern. Der Genießer. So lecker. Der Stopfer. Wisst ihr, ich kann irgendwie nicht verstehen, warum das Menschen ertrinken. Wohl nicht witzig. Wenn du ertrinkst, dann trink doch einfach das Wasser. Hä? Ey, Bro, was geht? Lange nicht gesehen, Alter. Ja, Mann, wo warst du überhaupt? Ich hab dich gar nicht gesehen. Bruder, ich war in dieser Corona-Zeit in Amerika. Ich hab Englisch gelernt. Boah, Bro, was heißt denn Kühlschrank? Auf Englisch? Ja? Kühlschrank, Digga. Boah, krass, Digga. Was? Ich fang schon an zu heulen, weil es so scheiße. Sag mal, was gucken wir uns hier an? Ja, was ist das? Sprachen lernen, Bubble. Joel! Schatz, ganz ehrlich, ich bin am Zocken. Was ist? Ich hab Hunger! Es ist so schlecht. Was gucken wir hier gerade? Warte, ich mach mal ein anderes Video an. Willi! Ach, ihr seid. Ey, was jetzt ist nicht das für Wischer einer? Kackt. Was ist das für einer? Ey, was ist denn mit Willi los? Aber Willi, wo steckt Willi jetzt? Meinst du, der will's immer noch wissen? Der will's immer noch, Alter. Was? Naja, wer viermal auf Platz 1 geht. Na und? Stell dir vor, ich krieg aber nur 10% davon. Hab ich dann viel Kapital? Bestimmt genug, um in was Schlaues zu investieren, so wie junge Rapper zum Beispiel, oder? In was denn? In Shisha-Tabak? Naja, der Nein! Wirklich. Ah, der wirklich Shisha-Tabak? Ja! Huber Cola, ich liebe es, Berlin lebt, Melodien. Sprachen lernen. Melodien. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das bist du im Gym immer jeden Tag, ne? You are Dreck and you go me on my Eier. Auch wieder Wahrheit. Oh, wie süß die Katze aber ist. Echt süß. Ich mag Katzen eigentlich nicht, aber das, ey, guck mal, wie süß die aussieht. Ich finde ja Raffaello so lecker, aber ich habe die, jetzt ist kein Witz, ich fand die extrem lecker, aber da ist halt außen so viel Kokos. Sag mir jetzt bitte nichts Komisches, bitte. Ich sag dir was ganz komisch, ich habe sie abgewaschen. Oh, ich habe mir nein, 12 Raffaellos ausgepackt und unter Wasserhahn gehalten und abgewaschen. Spielen wir hier sozusagen Operation? Nein. Jawohl, das ist der Bauch von der Franziska sozusagen. Und wir sehen, das wäre jetzt vielleicht der Blinddarm von der Franziska. Die kann man sich greifen mit der. Ja. Guten Appetit. Ey, Willi? Willi, mein Beileid, Bruder. Ich weiß nicht, was bei dir da falsch gelaufen ist. Ich wusste nicht, dass er so drauf ist. Aber das ist wieder so die gleiche Sache. Ich glaube, als Kind hat man sich gedacht so, haha, ich will das jetzt auch essen. Willi ist so lustig, mein Vorbild. Aber jetzt denkt man sich einfach nur so, Willi, Bro, chill. Weißt du, wie ich meine? Willi, Willi. Gibt's eigentlich nur Willi jetzt für die Leute, die jung sind? Nein, ne? Die Leute, die jetzt jung sind, spielen einfach nur 5 gegen Willi. Stimmt.
Wie 5 gegen Willi. An der Stelle würden wir das heutige Video jetzt auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch die heutige Nicht-Lachen-Challenge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr noch kein Teil der Luke-Show seid. Und Sandra, du hast jetzt 6 Wörter, bevor das Outro kommt. Ich bin die geilste aus Deutschland. Und jetzt befinden wir uns auch im Outro, meine lieben Freunde. Über Sandras Kopf befindet sich ein Smiley. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren. Und unter Sandras Kopf befindet ihr ein Video. Und zwar die letzte Nicht-Lachen-Challenge von uns. Ist ja schon ein bisschen her. Allerdings könnt ihr es euch dennoch anschauen, wenn ihr möchtet. Also klickt da drauf. Oder auf Sandras Fresse. Oder da. Wo auch immer ihr. Tschüss!